häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt. Heute Spot Welding. Spot Welding, was ist das und wie funktioniert das? Das sind so die zwei Fragen. Eine weitere Frage wäre, wo funktioniert das überall? Aluminium, Stahl, Edelstahl und so weiter und so fort. Das klären wir heute. Spot Welding, heften. Es ist die Übersetzung für das Heften. Und das Heften wurde von uns allen zweckentfremdet. Zweckentfremdet warum? Weil man neue Technologien hat. AC-DC 200 Puls D spielt damit, weil wir Einstellmöglichkeiten haben, die uns ein ganz neues Feld öffnen. Spot Welding ist die Heftschweißung. Regelmäßig durchgeführte Intervallschweißungen, beispielsweise an einem Rohr oder an einem großen Blechteil. Wir möchten zwei Teile aneinander ausrichten, die heften, das heißt so verbinden, dass wir die zum Schweißen vorbereiten. Dazu heftet man immer an günstigen Positionen. Was mache ich mit dieser Heftstelle noch? Ich richte die Bauteile zueinander aus und fixiere die dann. Beispiel Rohr, Heftstelle unten, Rohr ist schon mal fest, Wasserwaage oben drauf, ein leichtes nach oben drücken, wenn irgendwas nicht stimmt, dann die obere Heftstelle setzen und dann habe ich die erste Achse oben unten schon mal gerade. Jetzt müssen wir noch links rechts heften. Links heften, rechts heften, Flucht gucken. Rohr ist festgesetzt und kann jetzt verschweißt werden. Kommen wir zum Thema Zweckentfremden. Warum ist das zweckentfremdet? Wir alle kennen diese kleinen Videos, auch wir haben vor geraumer Zeit mal eins gemacht, wo man die Zeiten, in der der Schweißimpuls kommt, sehr, sehr gering hält, um dann einen kräftigen Stoß zu geben und ein Material aufzuschmelzen mit oder ohne Zusatzwerkstoff. Wir reden hier von Zehntelsekunden. Das wäre die zweckentfremdete Variante. Die tatsächliche Heftstelle ist eine Schweißung. Sie ist eine Schweißung. Das bedeutet, man stellt sich in der Regel das Gerät auf beispielsweise 3 Sekunden. Das Gerät arbeitet dann diese Zeit ab und liefert uns den eingestellten Strom über diese 3 Sekunden. Das bedeutet, dass ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit Heftstellen setzen kann, die immer 3 Sekunden lang dauern und den eingestellten Schweißstrom haben, somit ähnlich groß sind. Kommen tut das Ganze aus der Industrie, weil man dort mechanisierte Verfahren oder auch Handschweißverfahren so manipuliert hat, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit von Anfang des Heftvorgangs bis Ende und das mehrmals und beliebig oft an verschiedenen Stellen wiederholen kann. Was wir am Spot Welding so unfassbar sexy finden, ist der allerkleinste Intervall. Ein kleiner Intervall mit ganz viel Strom und eine ganz saubere Schuppung, die wir ganz sauber lenken können. Das kann an den verschiedensten Nahtformen und an den verschiedensten Materialien durchgeführt werden. Von Stahl über Edelstahl nach Aluminium und auch Kupfer. Wichtig hierbei ist immer die Kapillarwirkung. Das heißt, die Schweißnahtvorbereitung muss immer so gewählt werden, dass sich Bleche oder Rohre berühren. Kommen wir mal an eine Stelle, wo sich das Blech nicht berührt, dann reißen wir ein kleines Loch ein und das Spot Welding funktioniert an dieser Stelle nicht. In den allermeisten Fällen wird die Spot-Funktion ohne Zusatzwerkstoff genutzt. Das funktioniert nicht immer. Beispielsweise im Bereich Aluminium ist es notwendig oder ratsam, Zusatzwerkstoff zu nutzen. Riskieren wir nun einen Blick auf die Maschine und deren Einstellungen und dann wird gespottet. So, Blick auf das Gerät. Wir schalten ein. Das erste, was wir machen, ist
die Spot-Funktion einschalten. Wenn wir das haben, gehen wir einmal durch das Menü. Gasvorlauf möchten wir. Wir stellen den auf beispielsweise 1,5 Sekunden ein. Den Startstrom können wir lassen, wo wir wollen, denn wir setzen den Anstieg auf 0 und somit spielt der Startstrom keine Rolle. Knopf drücken, sofort volle Power bzw. eingestellte Stromstärke. Punktschweißen, Zeitintervall, kümmern wir uns gleich drum. Downslope, also das Herunterfahren vom Hauptstrom auf den Schlussstrom, wollen wir nicht haben. Wir wollen den Spot gleich nach der Funktion komplett ausgeschaltet haben. Schlussstrom ist uninteressant, da wir sofort auf 0 fahren und den Gasnachlauf machen wir mal auf 2 Sekunden als Beispiel. Jetzt stellen wir uns eine Stromstärke ein, die relativ hoch ist. Wir starten mit 140 Ampere und gehen auf 0,3 Sekunden Impuls. Vor dem Start. Vorbereitung des Brenners und der Wolframelektrode, denn das ist tatsächlich ein Thema. Es gibt mehrere Varianten. Einmal, da bin ich Fan von, einen steilen Winkel. Ich wähle hier 22,5 Grad. Warum? Elektrode ist sehr schön scharf und bündelt unsere Kraft auf einen kleinen Punkt. Es gibt Varianten, bei denen die Wolframelektrode vorne nochmal gebrochen wird. Das bedeutet, ähnlich der Vorbereitung einer Elektrode, wie man das bei dem Aluminiumschweißen kennt, im AC-Modus. Also Spitze einmal brechen. Was passiert dann? Der Stromimpuls geht nicht so scharf gerichtet auf einen Punkt, sondern der Lichtbogen öffnet sich etwas und verteilt die Energie auf eine größere Fläche. Das sind Tests, die müsst ihr selber durchführen, um das optimale Nahtbild, was euch gefällt, herzustellen. Zwei Sachen habe ich vorbereitet. Die Glaslinse, bessere Sicht und beim Aufsetzen eine Art Formierkammer, das heißt optimalen Gasschutz. Eine zweite Sache, 10-Cent-Münze. 10-Cent-Münze, warum? 2 mm, knapp 1,9. Knapp 2 mm Abstand, die nutze ich wie folgt. Elektrode in Spannhülse, Glaslinse auf die 10-Cent-Münze. Perfekter Abstand mit zurückgestellter Elektrode von knapp 2 mm. Ist übrigens ein Tipp aus der Community. Danke hierfür. Wir verbreiten den nochmal. Elektrode anschleifen. Und Wickbrenner einmal umbauen. Praxisteil. Das erste, was wir uns vornehmen, ist ein Stahlblech, liegt geschliffen bereits auf unserem Tisch. Was wir jetzt machen, ist die Elektrode und den Brenner exakt auf die Mitte legen und dann zünden. Und das wiederholen wir, so oft es uns Spaß macht.
Erstes Spot-Welding an einem normalen S235 2 mm starken Blech ist erledigt. Man kann die Schweißnaht kaum erkennen. Ja? Die ist blecheben. Nach Entfernen der Anlauffarben ist diese komplett sauber. Ganz wichtig, wenn wir in dieser Version schweißen, dann sind das Ziernähte. Das sind Ziernähte, die gerne auf Endkappen eines Edelstahlgeländerrohres zum Beispiel verwendet werden können. Ganz zarte Naht, wenn wir also so schweißen, oberflächlich kurzer Impuls, trotz des hohen Stromes, kann aus statischer Sicht an dieser Naht kein großer Festigkeitsanspruch gestellt werden. Kommen wir nun zum zweiten Teil und schauen uns mal ein Edelstahlrohr an und ob das da genauso gut funktioniert. 42er Rohr, gebürstet. Ich habe jetzt geheftet mit den alten Einstellungen von 0,3 Sekunden und 140 Ampere. Das ergibt eine Nahtoptik, die 5 mm breit ist. Etwas mehr, 5,5, ein bisschen viel, wie ich finde. Wir nehmen die Glaslinse runter, gehen wieder auf Gaslinse und stellen unsere Maschine neu auf die neuen Begebenheiten ein. Wir machen 3-4 Heftstellen mit 130, dann 3-4 Heftstellen mit 120 Ampere und gucken uns an, wie schmal diese Naht wird und wie das funktioniert und wie man sich an ein Ergebnis herantastet. Ich bin eben hoch auf 0,4, so 0,3. So, wir haben gerade die Einstellung 0,3 Sekunden 130 Ampere gefahren. Das Ergebnis sieht so aus. Schöne Anlauffarben. Wir möchten noch schmaler gehen und gehen jetzt noch mal 10 Ampere niedriger. Die Zeit wird beibehalten. Auch diese Naht ist sauber. Jetzt gehen wir 20 Ampere nach unten, 100 Ampere und 0,3 Sekunden. Runter. 100 und die 0,3 bleibt bestehen. Und wird wiederum schmaler. Ampere, 0,2 Sekunden, also mit der Zeit ein wenig tiefer gegangen. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Chrom-Nickel schweißen, 42er Handlaufrohr auf ein 2 mm Edelstahlblech. Die Einstellungen sind 120 Ampere und 0,3 Sekunden Zeit. Yeah.
Spot-Welding mit Zusatzwerkstoff im Aluminiumbereich. Wichtig ist mit Zusatzwerkstoff, ich mache euch jetzt auf der anderen Hälfte mal eine Geschichte ohne, damit wir mal den Unterschied sehen. Wichtig ist hier Stromstärke hoch und die Zeit hoch. Wir fahren hier gerade 150 Ampere mit 0,7 Sekunden. Das ist schon viel, aber wir haben eine Oxidschicht und Aluminium ist ein Temperaturfresser. Deswegen müssen wir mit den Zeiten und mit der Stromstärke entsprechend hoch. Aluminium 2 mm starkes Blech. Wir haben die erste Naht geschweißt, 150 Ampere, 0,7 Sekunden mit Zusatzwerkstoff. Die zweite Hälfte machen wir ohne Zusatzwerkstoff, damit wir mal den Unterschied sehen. Auf geht's! Besser kann es nicht laufen. Mit und ohne Zusatzwerkstoff. Die Schweißnaht ohne Zusatzwerkstoff scheint komplett aus einer aufgebrochenen Oxidschicht zu bestehen. Dem ist natürlich nicht so. Ja? Also funktionieren tut es mit Aluminium. Was wir natürlich hier machen müssen, ist unsere Zeiten anpassen. Richtig milchig, ne? Sieht aus wie lackiert. Sieht aus wie lackiert. Haben wir nicht lackiert. Sie ist frisch und warm. Spot Welding. Spot Welding, klitzekleines Fazit. Ich glaube, zunächst mal haben wir damit aufgeräumt, dass es mit Aluminium sogar recht gut funktioniert. Recht gut. Einmal mit und einmal ohne Zusatzwerkstoff. Man muss lediglich die Werte anpassen. Im Fall des Aluminiums alles etwas nach oben. Mehr Power, also Stromstärke und mehr Zeit. Wir müssen einfach Oxidschicht entfernen und etwas einwirken lassen, da Aluminium sehr viel Hitze abkann. Bei dem Stahlblech ist die Naht nahezu unsichtbar, nachdem wir diese gebürstet haben. Also auch eine schicke Geschichte. Die Edelstahlgeschichte ist nicht gebürstet. Wir sehen jetzt hier noch eine klitzekleine goldene Naht. Die Frage ist, wo kommen alle diese Nähte zum Einsatz? In den allermeisten Fällen, das bedeutet plus 95%, sind das optische Nähte, die statisch nicht belastbar sind. Ja? Die sind ganz, ganz schnell gebrochen, gerissen etc. pp. Warum? Wir haben einen sehr, sehr geringen Einbrand. Es sei denn, wir passen die Zeiten so an, dass wir entsprechend viel Einbrand generieren. Die ACDC 200 Puls D kann bis zu 10 Sekunden. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Jetzt hoffe ich, ihr habt etwas mitnehmen können. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.